Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Ach. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist des Teufels Zahnweh, Max. Ja. So, willkommen bei der Kirmes. Die Cashman-Brüder-Shows. Kuriositätenausstellung. Verrückt. Gruselig. Ja, der arme Typ mit der Fackel. Stop! Ja, und der lässt uns nirgends durch, so wie es aussieht. Stop! Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, Jungs, aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe, ihr wisst schon. Ja. Wissen Sie nicht, wer wir sind? Es kümmert mich herzlich wenig. Wissen Sie nicht, wer wir sind? Es kümmert mich herzlich wenig. Okay. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingurgler. Nichts zu machen. Ja, die Sprüche sind geil. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingurgler. Nichts zu machen. Ich will Popcorn. Ihr müsst schon einen besseren Grund haben, damit ich euch passieren lasse. Den haben wir eigentlich. Wir sind in Auftrag hier. Wer waren diese Neandertaler am Eingang? Was für Neandertaler? Der Kurze mit dem peinlichen Haarteil und der Lange mit den dunklen, unerbittlichen Augen. Ey, ich arbeite hier nur. Sonst noch was? Nein. Wir kommen wieder, keine Frage. Ich kann es kaum erwarten. Gut, dann hilft nur, ihm unseren Auftrag zu zeigen. Probieren Sie es mal hiermit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Nichts mehr mit Boss zeigen. Ich glaube, ihr könnt rein. Aber seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Ja. Die Anspielungen kommen häufiger. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben. Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Red kein dummes Zeug. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti in Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben.
Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Crenton. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Genau. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Überlasst nur alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? Ja. Okay, erstmal das Yeti-Haar aufsammeln. Das feuchte Yeti-Haar. Es ist ein räudiges Büschel Fell von Bruno. Ich glaube, es wäre ein totschickes Toupet für Programmierer mit Haarausfall. Sei nicht albern, Max. Wenn sich die Entwickler selber dissen. Wow, das bedeutet, wir können alles umsonst benutzen. Steht da irgendetwas von Popcorn, Sam? Tut mir leid, kleiner Freund. Ja. Ihr mutierten, davilistischen Albträume. Ich könnte eure Beine um den Kopf wickeln und euch Lambada tanzen lassen. vielleicht solltest du sowieso kein Popcorn essen. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich brauche das Cholesterin nicht. Vergib meinen niederen Beweggründen, Sam. Oh, gut. Jetzt können wir uns erstmal hier in Ruhe umsehen. Das ist ein geschmolzener Eisblock. Bruno, der tiefgekühlteste Yeti. Der tiefgekühlteste? Oh. Mensch oder Hühnerkloß? Er sieht köstlich aus. Also ich würde den nicht essen wollen. Menschliches Rätsel. Er ist ein netter Kerl, aber auch ein armer Topf. Ja, diese Wortspiele. Erinnert mich irgendwie an Kafka. Insektenjunge. Jesse James abgetrennte Hand und sie zuckt noch. Ja, die müssen wir mitnehmen. Also das ist es, was man mit dem dritten Präsidentschaftskandidaten macht. Ja, sehr schöne Anspielung. Das ist Max. Ich dachte schon, wir können uns das Affenfischding hier noch angucken. Mit welchem von euch spreche ich denn? Mit mir. Mit ihm. Gut, okay. Habt ihr jemals an eine Operation gedacht? Weswegen? Ja, um getrennt zu werden. Ist aber übrigens vor allem lustig, er ruft die Behörden an und er kriegt's nicht mit. Ja. Ich wette, das Leben ist für euch eine unglaubliche Qual. Um ehrlich zu sein, nein. Sprich nur für dich selbst. Ja, man merkt, er ist die Frohnatur, er ist grimmig. Wo kauft ihr eure Klamotten? Das sind keine Klamotten. Unsere Haut ist von Natur aus grün und plastikartig. Grundgütiger, er ist nackt. Wie du auch. Ja, aber ich bin niedlich und knuddelig. Ja. Wo kauft ihr eure Klamotten? Das sind keine Klamotten. Unsere Haut ist von Natur aus grün und plastikartig. Grundgütiger, er ist nackt. Wie du auch. Ja, aber ich bin niedlich und knuddelig. Ja. Gibt es noch mehr, was ihr uns über den entflohenen Yeti berichten könnt? Nun, er ist unser Yeti. Er flüchtete. Er ist eine Geisel der Menschheit. Was müsst ihr denn sonst noch wissen? Er hat recht, Sam. Ich glaube nicht, dass mein Schädel auch nur ein Quäntchen mehr an Informationen aufnehmen kann. Was könnt ihr uns über Trixie erzählen? Sie ist eine sehr fürsorgliche, sensible junge Frau. Wenn ihr euch für so etwas überhaupt interessiert. Sie sang Folksongs mit den anderen Entarteten in ihrem Wohnwagen.
Habt ihr je Folk aus New Jersey gehört? Nein. Ihr möchtet es auch gar nicht. Möchte ich auch ehrlich nicht. Oh, da war noch etwas. Sie mag Männer, die der Freiheitsstatue ähnlich sind. Grün und rostig? Groß und beschränkt. Das ist auch böse. Wer waren diese Kerle, in die wir vorhin beim Eingang gerannt sind? Welche Kerle? So ein kurzer Typ mit mächtig viel Haar. Der andere war so ein langer mit großen Händen. Oh, ihr müsst von dem international bekannten Plattenstar Conroy Bumpus reden. Und sein Assistent, Lee Harvey. Bumpus? Wer ist Conroy Bumpus? Er ist ein Strolch. Verrückt. Und ein Country-Sänger, um es auf den Punkt zu bringen. Er wollte Bruno und Trixie von uns kaufen. Junge war der geladen, als er rausfand, dass wir die beiden nicht mehr hier haben. Schön, zurück zur Yeti-Jagd. Gut, mehr können wir hier drin auch nicht machen. Also gehen wir raus. Nein, den Hinterhof. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir Trixies Wohnwagen aufbringen. Sollte mich vielleicht erst einmal um das Vorhängeschloss kümmern. Ich glaube, das Schloss wurde schon dazu benutzt, mich am Betreten des Wohnwagens zu hindern. Vielleicht kriegen wir ja Max dazu, es aufzumachen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay. Hier können wir, glaube ich, wieder nach vorne. Ja. Hier können wir, soweit ich weiß, das erstmal ansehen. Ein Hau den Lukas. Es schüttelt mich bei dem Gedanken an die unzähligen Liebespaare, die dieses schreckliche Gerät getrennt hat. Ja, wenn der Mann nicht ordentlich zuhauen konnte. Hey, Max. Was? Kannst du die Glocke klingeln lassen? Sicher. Du bist mein Held, kleiner Freund. Ja. Da ist das gesuchte Gefunden-Zelt. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Habt ihr etwas verloren? Ich glaube nicht. Ich verlor meinen jugendlichen Enthusiasmus und mein knackiges, gutes Aussehen. Wenn ihr nicht verloren habt, dann verschwindet aus dem Fundbüro-Zelt. Ich mag diese Stimme. Wie empfindsam. Ich weiß nicht mehr genau, an was sie mich erinnert, aber... Ehrlich gesagt muss ich bei diesem Spiel immer wieder an die Monty Pythons denken. So. Es ist ein herrliches Bratz-das-Vieh-Spiel. Ja, das können wir mal benutzen. Ja, ich bin da schlecht drin, merke ich. Aber zum Glück kann man nicht verlieren, soweit ich weiß. Ja, 21 und wir haben gewonnen. Ich habe etwas gewonnen. Das sollten wir nämlich auch. So. Hey, dieser beschissene Preis hat ja gar keine Birne. Ja, ist nur eine Lampe. Das ist eine miese Taschenlampe ohne Glühbirne. Zum Glück haben wir eine Glühbirne. Sie passt perfekt. Es ist eine kleine Taschenlampe mit einer Schwarzlichtbirne. Ja. Gut. Nein, da wollte ich nicht rein. Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe.
Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Hä? Ja. Was kannst du mir über das Leben erzählen? Ich mache es einmal im Monat. Er lebt einmal im Monat, okay. Oh, du bist ein großer Junge. Deshalb sitze ich auch hier die meiste Zeit. Mhm. Geht ihr Typen alle zum gleichen Tätowierer, oder was? Um ehrlich zu sein, das sind keine Tattoos. Meine Haut ist so. Aha. Was weißt du über Bruno den Yeti? Wer will denn das wissen? Wir sind die Freelance Police und wir sind in einem Rennen um Leben und Tod. Und wir sind barfuß. Das alles, stimmt. Was ich über Bruno weiß, ist das, was die Cashmans mir erzählt haben. Nun, das war jetzt eine nutzlose Aussage. Aber vielleicht solltet ihr mal den Tunnel der Liebe versuchen. Ein Gerücht besagt, dass einer von Brunos Kumpeln da drinnen ist. Och, lass uns gehen, Sam. Ach, verschwinde. Okay, den Tunnel der Liebe. Hast du eine Ahnung, was mit Trixie passiert sein könnte? Trixie? Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton? Nein, Trixie, der sprechende Pudel. Sie war mein bester Kunde. Sie konnte mit dem Kehl der Tragödien stundenlang fahren, ohne Unterlass. Ich liebte es, wenn ihr Hals vor- und zurückwippte, wenn ich den Kehl voll aufgedreht hatte. Dein Sadismus beweist deine Professionalität. Ja. Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach, zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Das klingt auch sowas vom Falsch, oder? Also eine Runde Verdammnis. Vor allem, weil das Ding gleichzeitig noch ein Schweizer Taschenmesser ist. Ja, Wiederbelebungsmaßnahmen, um Sam wiederzubeleben. Ach, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Ja. Lass es uns gleich noch einmal tun. Vielleicht später, Kamerad. Ja. Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Genau, das ist nämlich das mit, er fühlt sich leer. Fragen wir mal. Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst denn? Du bist sicher, dass du nichts über Bruno weißt? Nee, in dieser Beziehung bin ich schrecklich eigen. Aber vielleicht solltet ihr wirklich den Tunnel der Liebe ausprobieren. Ist ansonsten noch etwas, was dir beim Thema Trixie einfällt? Nee, ich wünschte, sie käme bald zurück. Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus denen Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Fundsachenzelt. Ja. Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst denn? Wir wollen nochmal mit dem Kegel der Tragödien fahren. Ich glaube, dass ihr erstmal euren Krams abholen solltet. Genau. Tschö. Wollte ich auch gerade sagen. Weil das andere wird wieder immer noch dasselbe sein. Also ab zum Fundsachenzelt. Jetzt haben wir einen Grund, zum Fundsachenzelt zu gehen. Ich komme immer noch nicht über ihre unglaubliche Groteskheit hinweg. Hab ich etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Hab ich einen Berechtigungsschein? Sicher. Warte hier, während ich mal das Lager durchwühle.
Wo auch immer dein Lager ist. Nun, sicher ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fangen, gehört alles euch. Ich fühle mich wieder vollständig. Ja. Und wir haben etwas gekriegt, was wir vorher nicht hatten. Also erstmal das Geld bitte wieder an die Stelle. Wir kriegen sogar unser ganzes Geld wieder. Das ist mehr Geld, als wir je gebrauchen werden. Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. Ja, dadurch haben wir ein neues Gebiet freigeschalten. Was auch schon mal wichtig ist. So, ich glaube, hier kommen wir dann nur als Zelt. Genau. Und wenn wir zum Tunnel der Liebe wollen, müssen wir hier lang. Ja gut, der Tunnel der Liebe hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Kommen wir hier hin? Achso, so hätten wir auch zum Tunnel der Liebe gehen können. Gut, das heißt, wir benutzen mal den... Willst du mit mir in den Tunnel der Liebe? Yippie!